Hier wird gefragt, was sollte man tun, wenn man Probleme damit hat, Unrecht zu vergeben? Das ist natürlich eine ganz natürliche Reaktion. Du bist ein Mensch und man kann nicht von dir erwarten, dass du einfach so jemanden vergibst, der dir vielleicht etwas Gewaltiges angetan hat, was dich vielleicht in deiner Ehre verletzt hat, was dich in deiner Religion verletzt hat oder Sonstiges. Das ist klar. Man kann so etwas nicht einfach vergeben. Aber wir haben hier unsere Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Und dass ihr verzeiht, ist der Gottesfurcht näher. Und hier machst du das aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil du zu den Gottesfürchtigen gehören möchtest, möge Allah azza wa jal dich unter ihnen schreiben. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Und wer dann verzeiht und sich bessert, so obliegt sein Lohn nur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird ihnen so viel an Lohn geben, wie er Yawmul Qiyamah braucht, um erfolgreich zu werden. Daher sollten wir versuchen, uns zu bemühen, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn es in unserem Herzen wehtut. Und ich sage euch, es gab Sahaba, radiyallahu anhum. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, von einem der Sahaba, von den Mubashirin, von denjenigen, die unter den 10 waren, denen das Paradies versprochen wurde. Er hat ein Bittgebet gegen eine Frau gemacht, die ihn Unrecht angetan hat und seinen Ruf geschädigt hat unter den Leuten. Bis Allah diese Person getötet hat, diese Frau, gegen die er ein Bittgebet gemacht hat. Es ist nichts Schändliches, wenn man ein Bittgebet gegen denjenigen macht, der einem Unrecht angetan hat. Aber es muss im Verhältnis sein, wenn man es macht. Und man sollte trotzdem versuchen zu verzeihen, wenn man es kann. Wenn man es nicht kann, kann dich keiner dafür tadeln. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die letzte Frage.